und herzlich willkommen zu unserem TUM Stu News. Heute wieder als Special mit Gast. Anna, stell dich doch selber kurz vor. Danke, mein Name ist Alain Katula. Ich bin Ansprechpartner für Behinderten und chronisch kranke Studierende. Ich arbeite mit meiner verehrten Kollegin, Frau Verena Wetzhuber. Wir beiden beraten, unterstützen Studierende mit Beeinträchtigung, mit Behinderung. Behinderung ist aber ein breiter Begriff, also jetzt vielleicht auch mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu erklären, was versteht man darunter? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Einschränkungen, von Behinderungen. Ja, natürlich. Also wenn man von Behinderung spricht, denkt man in erster Linie an Rollstuhlfahrer. Aber Behinderung hat mehrere Seiten. Es gibt auch diese sogenannte unsichtbare Behinderungen und darunter ist zu verstehen wie eine Erkrankung, Morbus Crohn oder Depression. Die Betroffenen sind zwar einschränkt in ihrer Handlungsfähigkeit, aber man sieht das nicht im ersten Blick. Und sie haben auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und sich beraten zu lassen. Das ist ganz spannend. Also Morbus Crohn, kurz zur Erklärung, wer es nicht weiß, eine chronisch entzündliche Erkrankung des Darmtrakts. Wie kann man, also jetzt bleiben wir doch mal bei dem Beispiel, das glaube ich ist ein ganz gutes Beispiel. Wie kann man Studierenden helfen konkret, die mit so einer Einschränkung dann bei uns beispielsweise in der Prüfung sitzen? Also das Ganze ist unter § 19 Allgemeine Prüfungsstudienordnung geregelt. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Nachteilsausgleich zu stellen. Mhm. Und die Entscheidung obliegt dem jeweiligen Prüfungsausschuss, wenn diesen Nachteilsausgleich möglich ist oder nicht. Und wie kann so ein Nachteil, also ich sitze jetzt in der Prüfung und ich habe jetzt einen Nachteil, aus irgendeinem Grund habe ich einen Nachteil. Was kann denn dann für mich anders sein in der Prüfung? Also die Betroffenen haben erstmal, ist ganz wichtig, dass sie Rücksprache mit ihren Ärzten halten. Sie mussten auch quasi diese Behinderung, diese Beeinträchtigung belegen können. Dadurch hat der Prüfungsausschuss die Möglichkeit, auch den Nachteilsausgleich quasi zu gewähren. Es könnte sein, diese sogenannte Prüfungszeitverlängerung, diejenige erhält dadurch aufgrund dieser Behinderung, dieser Beeinträchtigung, mehr Zeit bei den schriftlichen Prüfungen. Vielleicht in der Situation bräuchte derjenige auch eine extra Aufsicht, denn wird auch seitens der Universität organisiert und gewährleistet. Also individuell sozusagen den Nachteil auszugleichen, den man hat. Genau. Und vielleicht jetzt nochmal zum Verständnis. Wir haben jetzt Ärzte, wir haben Prüfungsausschüsse. Wo ist jetzt eure Rolle als Beraterinnen und Berater? Also diejenigen, sie mussten jetzt mal zu uns kommen, weil sie nicht wissen, wie sie sich im Laufe des Studiums oder vor dem Studium orientieren können. Und wir geben diese Orientierung und wir beraten. Also eine Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, wenn man in irgendeiner Richtung in dem Bereich unterstützt. So ist das, ja. Welche Art von Einschränkung muss man vielleicht am häufigsten unterstützen? Also die meisten Unterstützung brauchen diejenigen, die quasi unsichtbare Beeinträchtigungen haben. Der größere. Also jemand mit Depression kann man nicht unbedingt erkennen. Jemand, der quasi eine Darmerkrankung hat, kann man nicht auf Anblick erkennen. Mhm. Aber diese Menschen sind in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt aufgrund dieser Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Und umso wichtiger ist es, dass diese Menschen auch jemanden haben, an den sie sich wenden dürfen. Die Beratung ist natürlich, sie ist kostenlos, sie ist anonym und sie ist offen für alle Studierenden der TUM und auch für Studieninteressierte. Ein wichtiges Thema. Vielen Dank, dass du da warst, dass du das vorgestellt hast, dass du die Zeit genommen hast. Danke. Danke. Und wer jetzt mehr zu dem Thema erfahren möchte, alle Informationen sind auf der Website. Einfach mal anschauen. Der Link ist in der Description und in der Bio. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ansonsten sehen wir uns wieder in einigen Wochen bei den nächsten TUM Student News im September.